Wie vielen von euch bewusst ist, haben wir im Jänner dieses Jahres begonnen mit dem Abtrag des Südtragwerks. Das dient zur Ertüchtigung der Degenhofbrücke. Jetzt sind wir schon viele Schritte weiter. In den letzten Wochen wurde in der Belgiergasse das Tragwerk gefertigt. Am Freitag wurde die Konstruktion hier auf die Bestandsbrücke überstellt. Und heute wurden wir Zeugen des Einhubs. Das Tragwerk hat in etwa 320 Tonnen und wurde mit zwei Hochleistungskränen in Lage gehoben. Nachdem jetzt das südliche Tandem in Endlage gebracht worden ist, geht es nächste Woche weiter. Da werden wieder die Hauptträger angeliefert und das Prozedere wiederholt sich am Vormontageplatz in der Belgiergasse, dass das nördliche Brückentandem zusammengeschweißt und zusammengeschraubt wird. Die nächsten Arbeiten sind wie folgt. Zuerst muss auf der nördlichen Bestandshälfte einmal die ganzen Leitungen wieder herausgeräumt werden. Und das, was definitiv gemacht wird, sind die Stromleitungen schon im südlichen Brückentragwerk. Erst wenn quasi die nördliche Hälfte komplett frei ist, können wir sie abtragen. Das passiert dann am 4. Juni. Im Anschluss wird dann quasi das Mittelteil zusammengeschraubt, dann wird betoniert, Schienen verlegt, Brückenausrüstung und bis Ende November heurigen Jahres gibt es die Verkehrsfreigabe von der Degenhofbrücke.